Staaten. Wir haben gerade einen Demonstrationszug hinter uns gebracht, der junge Nationaldemokraten hier in Berlin. Und ich stelle mir gerade eben die Frage, was ist aus dem Berlin geworden, das ich noch aus dem Bilderalbum meiner Schwiegereltern und meiner Eltern kenne. Ich frage mich, was ist aus dem Berlin geworden, aus den Menschen, die in den Novembertagen von 1989 hier in Berlin auf die Straße gegangen sind. Ich frage mich, wo sind die Tausenden, die Zehntausenden, die Hunderttausenden unserer Mütter und Väter, die einst auf den Straßen hier in Berlin, in Leipzig und im ganzen Land auf die Straße gegangen sind, um gegen ein System zu demonstrieren, das damals, so wie heute, sich dadurch auszeichnet, dass es völlig volks- und menschenfeindlich ist. Wir stehen heute hier mit zumeist jungen Menschen, ich würde schätzen an die Zahl, vielleicht 200 Mann. Das ist keine große Zahl, das ist keine riesige Zahl. Es unterscheidet sich von den Hunderttausenden, von denen ich gerade sprach. Aber Idealisten zählen nicht oder werten nicht in Zahlen. Idealisten werten in Qualität. Idealisten zeichnen sich dadurch aus, dass sie wie heute hier, wie viele junge Menschen und noch ältere Kameraden sehen kann, die Opfer leisten, die ihr Gesicht hergeben, die offen zeigen, was ihnen in diesem Land nicht passt. Und deshalb sind wir auch heute hierher nach Berlin gekommen. Es geht nicht in erster Linie darum, gegen eine Minderheit innerhalb der Gesellschaft zu hetzen. Es geht vor allem darum, dass wir erkannt haben, dass wir in einem System aufgewachsen sind, das sich von dem System vor den Tagen von 1989 kaum unterscheidet. Wir sind heute hierher gekommen, weil wir einen Kampf führen. Einen Kampf, momentan noch in der Minderheit. Doch das macht nichts. Wir haben erkannt, dass es in dieser Welt zwei Arten von Menschen gibt. Auf der einen Seite, da stehen die Materialisten, die Individualisten, die internationale Hochfinanz, durchdrängt voller Ich-Sucht, Niedertracht und totaler moralischer Verunsittlichung. Auf der anderen Seite, da wird es allmählich hell, denn da finden die Idealisten, jene Menschen, die sich frei nach dem Sprichwort von Goethe zum Geschlechte bekennen, das vom Dunkeln ins Helle strebt. Menschen, die erkannt haben, dass wir hier einen Kulturkampf führen. Menschen, die verstanden haben, dass es hier nicht nur um Berlin, nicht nur um Brandenburg oder um Deutschland geht. Hier geht es ganz klar um die Existenz aller europäischen Völker. Und deshalb freue ich mich, heute hier Kameraden der goldenen Morgenröte zu erblicken. Ich freue mich, Kameraden der Deniska Mladic, der Arbeiterjugend in Tschechien, hier vorzufinden, die wir erst letzte Woche als Delegation der JN in Prag besucht haben. Dort habe ich erlebt, wie ebenfalls, wie hier, junge Menschen für ihre Zukunft auf die Straße gehen. Ich habe erlebt, dass sie dort Verhältnisse vorfinden werden,
die wir genauso hier auch in Deutschland vorfinden. Und das hat mir gezeigt, dass ähnlich, so wie noch vor 70 Jahren, ähnlich wie schon seit der jahrtausendjährigen Geschichte Europas, sich hier ein Menschenschlag zusammenfinden muss. Ein Menschenschlag, der nicht in Zahlen wertet. Ein Menschenschlag, der den Demokraten, der den Internationalisten den Krieg erklärt hat. Jawohl! Wir erleben hier in Berlin, wie nationale Jugendzentren geschlossen werden. Und wir dürfen, Kameradinnen und Kameraden, nicht länger hinnehmen, dass dies so weitergeht. Und ich sage euch, eine Demonstration wird dies nicht ändern können. Das wird nicht ausreichen. Wir erleben gerade, wie ich finde, dass eine Wende anbricht. Ich meine, eine Wende in der Gewalt beispielsweise. Es wurde heute mehrfach erwähnt, dass einer unserer Kameraden, nämlich unser Landesvorsitzender der JN Berlin, von 6 Kommunisten niederträchtig angegriffen worden ist. Das darf nicht unbeantwortet bleiben! Und dabei werden nicht nur Worte ausreichen. Jedes moralische Mittel, das uns zur Verfügung steht, muss für uns in Frage kommen. Denn wenn wir nichts dagegen unternehmen, wenn wir jetzt einfach weiter zuschauen, wir einfach stehen bleiben, obwohl einer unserer Führungskameraden hier angegriffen worden ist, dann werden sie es mit jedem Einzelnen von uns tun. Aber das werden wir nicht zulassen. Wir werden es nicht zulassen. Und wisst ihr auch warum? Weil wir Idealisten sind. Hier hat sich eine Jugend mitten in Berlin, in Brandenburg, in Sachsen, in nahezu allen Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland eingefunden. Eine Jugend, die sich allmählich wehrt. Hier finden wir Kameraden verschiedenster Parteien, Jugendorganisationen, sogar länderübergreifend. Das zeigt, dass noch längst nicht alles verloren ist. Das zeigt uns, dass es immer noch Menschen gibt, die sich gegen diesen Zustand auflehnen. Und solange es solche Menschen gibt, muss Deutschland, wird Europa leben. Doch natürlich müssen wir uns damit anfreunden, dass das, was wir jetzt erleben, nicht so bleiben wird. Ich meine, es werden härtere Tage auf uns zukommen. Es werden Tage auf uns zukommen, nicht nur auf uns, sondern auf das gesamte deutsche Volk. Die werden sich nicht mehr vergleichen lassen von diesen oder mit diesen lächerlichen Repressalien, die sie uns entgegenbringen. Das hier, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine Kameraden, ist doch gar nichts. Wir erleben in Griechenland, wie Kameraden auf offener Straße erschossen werden. Und ich bin mir sicher, auch wenn das erst einmal etwas angsteinflößend klingt, dass dies aber früher oder später hier genauso zutreffen wird. Denn, wie ich eben schon sagte, das ist ein Kampf zwischen zwei Kulturen, zwischen zwei Menschenschlagen, zwischen zwei Arten von Menschen. Die einen haben uns den Krieg erklärt, die anderen, das sind wir. Wir nehmen diesen Krieg an. Und dabei geht es auch nicht darum, das möchte ich hier an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Berlin richten,
Es geht nicht in erster Linie darum, hier einen schönen Wahlkampf zu betreiben und sie dafür anzufeuern, dass sie ihren nächsten Gang bei der Wahlurne bei der richtigen Partei machen. Natürlich ist es gut für uns, wenn sie die NPD wählen. Und ich kann es nur empfehlen, weil man nur noch in dieser Partei heute eine nationalistische und auch eine sozialistische Opposition vorfindet hier in Deutschland. Aber Wahlen auf längere Zeit werden nichts verändern. Das wissen Sie. Das brauche ich Ihnen auch eigentlich gar nicht erzählen. Die Wahlbeteiligung in Deutschland zeigt es. Die Demokraten behaupten, dass die Deutschen immer mehr politikverdrossen wären. Das stimmt nicht. Ich erlebe es jedes Mal vor jedem Landtag, vor jeder Landtagswahl, jetzt erst kürzlich vor den Bundestagswahlen, wie sich Menschen wirklich ernsthaft die Frage stellen, was soll ich eigentlich noch wählen? Was können wir tun? Sie fragen sich nach ihrer Zukunft. Sie wollen eine Zukunft. Genauso wie die Menschen, die heute hier auf diesem Platz stehen. Hier haben sich junge Menschen und noch ältere Kameraden zusammengefunden. Mütter, Väter, Arbeiter, Handwerker, Unternehmer, Selbstständige und auch Akademiker. Sie haben verstanden, dass es etwas, dass Gemeinschaft mehr ist als nur eine Gesellschaft, die, wie wir es heute vorfinden, getrennt voneinander ist. Sie haben verstanden, dass die Gemeinschaft sowohl zwischen Arbeiter wie auch zwischen Akademiker etwas Wundervolles ist. Der Arbeiter erfindet sich in jedem Einzelnen von uns, unter uns. Und wir als Nationalisten müssen in die Gesellschaft rausgehen. Diese Straßenaktionen sind gut, sind sinnvoll, aber wir müssen rein in die Gesellschaft. Wir müssen mit den Menschen reden, denn ich bin überzeugt davon, dass die meisten Deutschen, und das zeigt ja eben diese Wahlbeteiligung, die so miserabel ist, sich längst nicht mehr mit diesem System identifizieren können. Sie sind nicht politikverdrossen, nein, viel besser, sie sind demokratieverdrossen. Denn sie haben allmählich verstanden, dass das, was hier in der BRD als Demokratie bezeichnet wird, nicht mit dem vereinbar ist, was sie selbst anstreben. Und auch wir als JM und als nationale Opposition, wir sagen, wenn diese Zustände, das über die Köpfe des Volkes hinweg entschieden wird, dass Kameraden oder auch andere Deutsche auf deutschen Straßen attackiert werden und die Politik dabei einfach wegschaut. Wenn das alles Demokratie ist, dann sind wir keine Demokraten. Ich fordere das System auf. Denn das System bin ich gar nicht berechtigt aufzufordern und möchte ich auch nicht. Ich fordere Sie dazu auf, sich einzureihen in einen Menschenschlag, der es noch versteht, nach einer Zukunft zu streben. Ich fordere Sie dazu auf, die Tage, die am 9. November 1989 wir erleben konnten, dass diese im 21. Jahrhundert wieder aufblühen und wir dann endlich wieder in Berlin erleben, wo es sich lohnt zu leben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.